hat der Kollege Alois Rainer für die CDU-CSU das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bund hat seit einigen Jahren seine Vermögensrechnung in moderaten Schritten stückweise verbessert. Das wurde auch vom Bundesrechnungshof in seinen Jahresbemerkungen regelmäßig anerkennend erwähnt. Die Verwaltungsvorschriften für die Buchführung und die Rechnungslegung über das Vermögen und die Schulden des Bundes sind für den Kernbereich im Bund einschlägig festgelegt. Des Weiteren dürfte die geforderte Einführung eines kaufmännischen Buchführungssystems oder zum Teil eines kaufmännischen Buchführungssystems mit erheblichen Mehrkosten und vor allem mit erheblicher Mehrbürokratie verbunden sein. Auch kann der Nutzen durch diesen bürokratischen Mehraufwand sowie die Mehrkosten für finanzpolitische Entscheidungen eher bezweifelt werden. Schon deshalb, weil Erfahrungen gerade auch im kommunalen Bereich bereits zeigten, dass die Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens sehr häufig nicht zu einer Veränderung der Entscheidungsmechanismen beigetragen hat. Und, meine Damen und Herren, in dem Antrag steht unter anderem, es wird zu wenig investiert in unserem Land. Insbesondere sprechen Sie von Zukunftsvergessen bei der Modernisierung der Infrastruktur. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie waren ja auch in den letzten Monaten und auch Jahren dabei. Ich nenne nur einige Punkte: Bundesverkehrswegeplan, die in verschiedenen Bundeshaushalte, die Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes, Kommunalinvestitionspaket, Kommunalinvestitionsförderungsfonds und viele andere Dinge. Also ich kann Ihnen nur bestätigen, dass diese Bundesregierung so viel investiert wie schon lange nicht mehr. Und wenn Sie dabei die klassische Verkehrsinfrastruktur ansprechen, dann lassen Sie mir sagen, dass wir die Mittel der Verkehrsinfrastruktur um ca. 25% erhöht haben. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch erwähnen, dass diese Bundesregierung noch wie keine andere die Länder und Kommunen finanziell so unterstützt hat wie in den letzten 4 Jahren. Und wenn wir ehrlich miteinander umgehen, dann darf man auch sagen, dass es derzeit faktisch so ist, dass es planungsrechtlich oder auch im Vollzug zurzeit nur schwerlich möglich ist, die Mittel, die wir zur Verfügung stellen, vollständig abzurufen. Der Bund stellt in vielen Bereichen mehr Geld zur Verfügung, als überhaupt abgerufen werden kann. Da stellt sich doch meines Erachtens eher die Frage, ob wir im Feststellungsbereich etwas ändern sollten. Unabhängig davon macht sich die Nachhaltigkeit unserer Haushalt- und Finanzpolitik nicht nur durch die schwarze Null, sondern auch darin bemerkbar, dass wir investieren. Und wir investieren nicht nur in Güter, wie vorhin angesprochen, wir investieren in die Menschen in dieser Republik. Das ist so nicht so einfach messbar wie eine Investition in eine Straße. Und das, meine Damen und Herren, ist meines Erachtens generationengerechte Politik. Sie wollen nachhaltige Haushaltspolitik, die machen wir und die werden wir auch weitermachen. Und lieber Kollege Sven-Christian Kindler, wenn Sie anfangs Ihrer Worte über die Champions League gesprochen haben, dann lassen Sie mir sagen, Deutschland spielt in der Champions League gesamtstaatlich ganz oben. Und minimieren Sie das nicht auf einige wenige Investitionen. Wir können uns wahrlich in Europa, der jetzt 28, vielleicht bald mit 27 Staaten ganz oben sehen lassen. Es gibt kein Finale in der Champions League der Staaten, aber faktisch sind wir ganz oben. Und wer hätte das noch vor 10 Jahren so geglaubt? Vielen Dank. Damit schließen